Hallo ihr Lieben, heute freue ich mich riesig, dass wir im Stuttgarter Tierheim drehen dürfen. Ich bin mal gespannt, wie viele Tiere während Corona-Zeiten abgegeben werden oder auch wie viele Tiere geholt werden, weil viele denken, wir sind jetzt zu Hause und jetzt könnte ich ein Tier gebrauchen. Jetzt werden wir gleich mehr erfahren. Kommt und begleitet mich! Es ist natürlich während Corona-Zeiten jetzt eigentlich geschlossen. Man muss sich da vorher anmelden, was wir ja getan haben. Und darf man nur im Außengehege drehen. Wir dürfen nicht in den Innenräumen drehen, wegen Corona. Also ich stehe hier jetzt mit der Frau Hün. Sie sind hier die Leiterin vom Tierheim. Mhm. Ja. Also Tierheim leiten seit fast 20 Jahren jetzt. Genau, was sind Ihre Aufgaben alles hier? Also meine ich jetzt als Tierheimleiterin? Genau, hier, was okay. Sie hier machen. Ja, genau. Also um es ganz salopp zu sagen, dass der Laden hier einfach läuft. Also ich bin vorwiegend für die Vermittlung zuständig, natürlich auch Personaleinteilung, Pläne schreiben, sehr viel Bürokratie steckt dahinter, aber eben vorwiegend eben auch Vermittlungsgespräche, die Vorauswahl der Interessenten zu treffen, die dann später hier eingeladen werden, um sich die Tiere auch persönlich anzugucken. Weil wir kriegen jeden Tag fast über 100 Anfragen von Menschen, die gerne ein Tier haben wollen. Und da muss man natürlich ganz gut aussortieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Machen Sie das, schreiben die per E-Mail, rufen die an oder wie machen die das? Also im Moment geht alles wirklich nur online, ja, also über E-Mail. Unsere Homepage, da sind ja alle Tiere eingestellt. Ja. Und dann müssen die Leute uns eine E-Mail schreiben, am besten ganz viel in die E-Mail schon reinpacken. Also wer sie sind, warum sie jetzt ausgerechnet dieses Tier haben wollen, was sie an Erfahrungen mitbringen. Desto mehr ich im Vorfeld weiß, umso weniger Fragen stelle ich später. Ja. Und dann geht es weiter, wenn ich dann den Eindruck habe, das könnte was werden für das oder das Tier. Dann kriegen die Kontaktdaten zum Pleger und der Pleger macht dann einen persönlichen Besuchstermin aus. Gucken wir mal schön, was da los ist. Genau, also jetzt ist einer unserer Gassige ja da, der jetzt einen Hund ausführt. Junge. Und deswegen spinnen jetzt gerade die in der Box sitzen. Aber wie hoch der hopfen kann, das müsste ich jetzt eigentlich sehen, der hopft ja bis ganz hoch. Ja. Was, darf ich mal ganz kurz zwischen eine Frage, was ist das für ein Tier? Das ist der Hector, das ist ein American Staffordshire Terrier. Okay, und warum wurde der zum Beispiel jetzt abgegeben? Der ist beschlagnahmt worden. Also wie fast alle Listenhunde, die wir da haben, sind fast alle entweder wegen schlechter Tierhaltung oder weil der Halter die Auflagen nicht erfüllt hat, zu uns gekommen. Das heißt, die haben die Auflagen nicht erfüllt, die Tierhalter haben die Auflagen nicht erfüllt, die Tierhalter Maulkorb oder? Nee, also jeder, der jetzt in Baden-Württemberg einen Listenhund aufnehmen möchte, braucht einen Sachkundenachweis, ein polizeiliches Führungszeugnis, also quasi so eine ganz weiße Weste. Ja. Und wenn er das nicht hat, ist er nicht berechtigt, so einen Hund zu halten. Ah. Oder wenn er seinen Hund nicht zum Wesenstest anmeldet, ja, also ihn illegal gehalten hat, ja, dann kann es zur Einziehung des Hundes über die Behörden kommen. Dann wird er praktisch gleich weggenommen oder kriegen die erstmal Auflage, sie müssen jetzt zum Beispiel den Wesenstest machen. Haben die dann noch eine Chance, das nachzuholen? Also oder? Es kommt auf die Halter an. Also wenn das jetzt welche sind, die jetzt ein hohes Vorstrafenregister schon aufweisen, die haben keine Chance. Wenn es jetzt aber ganz normale Menschen sind, die haben schon eine Chance, die kriegen dann eben die Anweisung, sich beim Wesenstest mit dem Hund anzumelden. Wenn sie den bestehen, ist alles gut. Dann dürfen sie das Tier auch behalten. Wenn nicht bestanden wird, dann kommt das Tier auch zu uns. Oh, das ist ja schon auch schlimm, gell? Also ich weiß nicht, wissen die das nicht selber? Also zum Beispiel, dass wenn... Wie ist das, also zum Beispiel, wenn die das nicht bestehen, wenn sie zum Beispiel vorbestraft sind, Leute, klar, polizeilichen Führungszeugnis drinstehen. Mhm. Ja, aber finde ich dann schon schlimm für das Tier auch. Ja, also ich meine, viele machen sich auch nicht im Vorfeld schlau. Also wenn ich mir ein Tier, egal was für ein Tier anschaffen möchte, dann mache ich mich im Vorfeld schlau. Ja. Was muss ich denn alles mitbringen, damit ich dieses Tier auch artgerecht halten kann? Ja, natürlich. Aber das machen leider nicht viele. Also finde ich ganz schlimm. Und jetzt eine Frage, ist es während Corona wirklich schlimmer als sonst, dass Tiere geholt werden? Weil Sie sagen, Sie haben so viele Anfragen, also 100 oder so am Tag. Also schlimmer würde ich es ja jetzt nicht bezeichnen. Das ist im Gegenteil, das ist ja schön, dass Nein, die Leute Gedanken machen. So war es nicht weit, aber
aber ich meine, die Anfragen sind viel, viel größer. Das stimmt. Also wir haben ja jetzt den ganzen Corona-Mist schon über ein Jahr. Ja. Und es hat also tatsächlich ganz am Anfang war es ganz schlimm, weil die Leute gemeint haben, sie könnten dann im Homeoffice oder wenn sie in Kurzarbeit sind, für diese Zeit ein Tier aufnehmen, was wir natürlich abgelehnt haben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, jetzt genau, für meine ein paar Frage. Wochen ein Tier aus dem Tierheim zu holen und es dann wieder zurückzubringen. Genau. Für die Tiere bricht ja eine Welt zusammen. Die lehnen wir alle ab, diese Anfragen. Okay. Also wir prüfen jetzt noch intensiver wie vorher. Wir haben vorher schon gut geprüft, wo wir unsere Tiere hingeben, aber jetzt noch mehr. Also es muss tatsächlich gesichert sein, dass auch nach Corona, wenn das Leben wieder normal verläuft, die Tiere bleiben können. Und wenn wir das wirklich glaubhaft versichert bekommen und es spricht alles dafür, dann wird auch ein Tier dahin vermittelt. Das wird alles passen. Das war nicht meine nächste Frage. Wie ist es nach Corona oder überhaupt, wenn viele jetzt wieder reisen dürfen, wo es jetzt auch war, die dürfen nach Mallorca oder sonst was, da denken doch dann viele, ach ja, jetzt habe ich wieder Zeit oder kann wieder reisen, jetzt brauche ich das Tier nicht mehr. Gibt es das bestimmt auch, oder? Gut, das kam jetzt noch nicht so. Kam nicht? Nee. Also die große Angst, die ich habe oder die alle Tierschützer haben, ist die, dass wenn wirklich nach Corona das Leben wieder ganz normal läuft und dass dann diese Tiere, die über, was weiß ich, eBay, sonstige Kanäle beschafft worden sind, dass die dann in den Tierheimen landen. Oder bei vielen Züchtern, die fragen ja auch nicht nach, wie ist das nach Corona, die sind froh, wenn sie ihr Tier verkauft kriegen. Und, oder über irgendwelche Online-Portale, die fragen auch nicht nach, wie wird das Tier gehalten. Und da habe ich die Befürchtung, morgen erst wird ein Tier abgegeben, das über eBay gekauft worden ist. Echt? Die Frau hat jetzt festgestellt, sie hat ja gar keine Zeit und der Hund bleibt nicht alleine. Und den bringt sie uns morgen. Ach, also das ist jetzt so der erste Fall tatsächlich in der Corona-Zeit, wo die abgegeben wird. Was ist das für ein Tier, Hund? Ein Mittelschnauzer. Eine Hündin mit 2 Jahren. Also das finde ich ganz schlimm. Wie kann man das überhaupt, muss ich mal ehrlich sagen, wenn ich einen Hund habe oder eine Katze oder irgendein Tier und nach 2 Jahren wird er das Nee, die hat ihn jetzt erst kurz gekauft. Ach so. Also die hat ihn kürzlich gekauft, wollte dann wahrscheinlich ausprobieren, wie ist das so mit dem Hund? Ja. Weil sie jetzt der ein bisschen mehr Zeit hat wie früher, hat dann aber festgestellt, nee, passt doch nicht so, weil der Hund nicht alleine bleibt und nicht erzogen ist. Oh, das finde ich ja ganz schlimm. Also ganz ehrlich. Also bitte überlegt euch ganz gut, bevor ihr euch ein Tier anschafft, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist so. Klar, natürlich. Also das ist, man sollte sich immer im Vorfeld Gedanken machen, egal was für ein Tier, ob es ein Kaninchen ist, eine Katze oder ein Hund. Immer. Was passiert mit dem Tier auch, wenn ich mal nicht kann? Man wird ja auch mal krank, kommt ins Krankenhaus, dann muss man einen Plan B parat haben. Wer ist denn da und kann sich da um das Tier kümmern, dass es nicht ins Tierheim kommt? Oder bei älteren Menschen. Wir vermitteln auch an ältere Menschen sogar sehr gerne, weil die natürlich viel Zeit haben und auch Erfahrung mitbringen. Ja. Aber da müssen sie sich schon auch die Frage gefallen lassen, was passiert denn mit dem Tier, wenn sie nicht mehr können? Ja. Und da muss dann jemand da sein in der Verwandtschaft, Bekanntschaft, der sagt, Mensch, wenn du nicht mehr kannst, dich übernehmst, dann vermitteln wir auch euren Tier. Also wenn sie das genau wissen, die müssen das angeben. Und die Person wollen wir dann auch kennenlernen. Genau, wollte ich gerade fragen. Weil die soll ja später das Tier dann auch übernehmen. Ja. Also das sind schon sehr gründlich. Finde ich ganz auch toll. Ja, das muss man auch, weil mir tun die unheimlich leid. Ich könnte auch, ich persönlich, ich habe ja auch, wie gesagt, 6 Katzen, 4 Hunde, wissen ja, glaube ich, schon meine hier, die, wo unser YouTube-Video gucken. Aber ich könnte wirklich kein Tier hergeben, also ganz ehrlich nicht. Gut, manchmal sind die Lebensumstände auch so, dass es oft besser ist, man gibt ein Tier ab. Also wir hatten auch vor gar nicht langer Zeit eine Familie, die einen Hund hatte, den sie sich auch von einer Auslandsorganisation gekauft haben. Und die nehmen die Tiere ja in der Regel nicht zurück, also die wenigsten. Und es hat halt nicht geklappt. Der Hund war zu ängstlich, war nicht erzogen, ist den ein paar Mal weggelaufen. Sie waren grenzenlos überfordert mit dem Hund. Und da ist es dann auch besser, wenn man sagt, ich trenne mich und wir gucken, dass dieses Tier wirklich ein besseres Zuhause kriegt, wo mehr Zeit da ist, mehr Sachverstand da ist. Also man muss immer jeden Einzelfall, egal welches Tier hier sitzt, hinter jedem Tier ist eine Geschichte. Ja, das ist und klar. Da muss man wirklich hinter jede Geschichte gucken. Man darf nicht sofort alle verurteilen, die ein Tier ins Tierheim bringen. Viele, klar, keine Frage, können wir oft auch nicht verstehen,
Aber es gibt schon Fälle, wo es auch traurig ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel schwerst erkrankt ist, ja, okay, und weiß, okay, er wird bald sterben, und dann das Tier zu uns bringt in der Hoffnung, dass wir schnell ein neues Zuhause finden. Ja. Also dafür sind wir ja auch da. Also das verstehe ich dann wiederum. Ja. Also. Deswegen nicht alle gleich über einen Kamm scheren. Jeder, der nee, da Tier ins Tierheim bringt, ist schlecht. Das ist nicht so. Nee, da habe ich mich dann vielleicht falsch ausgedrückt. Ja. Aber ich finde halt, wenn man sich ein Tier anschafft, wie man gesagt hat, oder jetzt auch während Corona, wenn man denkt, man hat Zeit und nachher denkt, ach Gott, jetzt will ich wieder reisen, das verstehe ich dann halt nicht, ja. Nee, da wir auch nicht. Also es gibt auch so viele meine Menschen, ich das jetzt, ja, wo wir da auch den Kopf schütteln oder sogar eine Wut in den Bauch kriegen, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und seinen alten Hund, seine alte Katze hier abholt, weil sie eben alt und krank sind, und dann aber zeitgleich nach einem Jungtier fragt, da denken wir dann auch, geht's nicht. Ja, also das ist ja wie bei uns, wenn wir alt werden, dann wirst du abgeschoben, ja, und dann, nee, also das geht nicht. Aber solche gibt es halt auch, aber die kriegen natürlich von uns keinen. Sehr gut, und das kann ich auch nicht verstehen. Also ich kann nicht verstehen, dass man sowas macht, das meinte ich ja damit. Ja, genau. Wenn natürlich jemand wirklich sterbenskrank ist und will nur, dass seinem Hund gut geht, finde ich es vollkommen in Ordnung. Ja. Das ist ja was anderes, hat vielleicht niemand. Ja, eben, genau. Aber es gibt natürlich den größten Teil, die ihre Tiere abgeben, sind tatsächlich die, denen es egal ist. Also die wollen es halt loswerden, und man muss ja dann schon dankbar sein, wenn sie es ins Tierheim bringen und nicht irgendwo aussetzen. Ja, das stimmt auch wieder, auf jeden Fall, ja. Oder gibt es ja so Tierhändler, gell, so Zwischenhändler, oder ich habe ja selber einen im Internet aufgedeckt, da wo ich die Polizei gemeldet habe, die wo so eine Seite haben, wo Tiere verkaufen, und ich habe da mal hingeschrieben und dann haben die gesagt, Geld vorab, sie bringen die Tiere, das ist in Berlin und das wird immer noch ermittelt über die Staatsanwaltschaft. Also da muss man auch ganz arg aufpassen, ja, oder die Transporte bekommen ja da, wo alle da eingepfercht drin sind, da vor billiges das Geld. Boomt, das boomt jetzt, weil die Nachfrage natürlich enorm hoch ist, und in den Tierschutzvereinen gibt es halt nicht einfach so ein Tier, weil wir hinterfragen dann schon sehr vieles, und das ist vielen Leuten dann schon so anstrengend, so unbequem, und dann holen sie sich natürlich woanders ein Tier. Wie viele Tiere sind jetzt gerade hier? Also es schwankt immer, also es ist immer ein Auf und Ab, es sind immer so zwischen 500 und 800 Tiere da. Es ist auch saisonbedingt, also im Frühjahr sind es oft mehr Katzen, aber es schwankt immer so ein bisschen auf und ab. Es sind sehr viele Kleintiere da, wie Kaninchen, Meerschweinchen. Okay, das sieht man ja, obwohl es sich jetzt nicht da, sieht man das? Ja, wir haben ganz viele Vögel, wie man ja da auch sehen kann. Wir haben viele Nutztiere da auch, also da sind die Gänse. Wir haben hinten noch eine Koppel mit Ziegen und Schafen. Also es ist so ziemlich unbedürftig. Die sind beschlagnahmt worden wegen schlechter Tierhaltung. Ah, okay. Das ist oft, also Nutztiere werden tatsächlich am häufigsten beschlagnahmt, weil sie eben schlecht gehalten werden, was jetzt bei Katzen und anderen Tieren nicht so oft ist. Aber Nutztiere ist echt immer die Haltung. Und wie ist denn das wegen den Hühnern? Ich habe nämlich da gehört, zum Beispiel Berlin war das so ganz groß, oder was ich gelesen hatte, dass die einfach sich Hühner angeschafft haben, um selbst sich zu versorgen, ja, wegen Eier, und nachher werden die alle wieder abgeben, weil sie dann merken, okay, ist doch zu viel oder zu viel Arbeit. Habt ihr das auch? Die findet man dann meistens. Also tatsächlich hat jetzt noch keiner persönlich den Mumm gehabt, seinen Huhn oder seinen Hahn hier abzugeben. Meistens setzen sie sie auf. Ja. Also dann stehen sie irgendwo rum in Kartons und werden ins Land gebracht. Gott. Aber jetzt direkt ein Besitzer, der seinen Huhn abgegeben hat, das hat man dann. Aber da kräht ja ein Hahn, habt ihr Wir haben ganz viele. Wir haben Hühner und Hähne. Also Hähne ist wirklich ein großes Problem, weil man die ja einzeln halten muss. Oder mit zwei bis drei Hennen zusammen. Ja, ja. Und wir haben einen Hähneüberschuss. Also wer einen Hahn möchte, gerne im Tierheim nachfragen. Ja, hier Stuttgart-Bodenheim. Genau. Wir haben jede Menge da, die wir händeringend versuchen zu vermitteln. Natürlich so zu vermitteln, dass sie nicht geschlachtet werden. Ja, natürlich. Ja, nicht schlachten, um Gottes Willen. Ja, eben. Muss man dazu sagen. Was hilft Ihnen am meisten, wenn jetzt die Leute draußen fragen, wie kann man Ihnen helfen, wie kann man Sie unterstützen? Mit Geld spenden oder mit Futter spenden? Nein. Also es ist tatsächlich so, Geld. Weil ich sage immer dazu, mit Futter spenden, das hilft uns natürlich auch, aber mit Futter können wir keinen Tierarzt bezahlen und keinen Tierpfleger. Das geht, ja. Und wir haben hohe Tierarztkosten, keine Frage. Klar. Und unser Tierarzt möchte sein Geld sehen, und deswegen sind Geldspenden für uns einfach lebensnotwendig. Also ohne Geld geht nichts. Genau. Und wie ist es am besten mit Geld? Weil ich habe ja gesehen, da werde ich auch auf jeden Fall anrufen. Eigentlich wollte ich das jetzt eigentlich machen vor der Kamera, aber
Also es gibt eine Spenden-Hotline, genau, die man bei uns auf der Homepage auch einsehen kann. Man kann auf der Homepage direkt spenden, also über PayPal ein Spendenformular. Ja. Man kann eine Patenschaft machen. Also eine Patenschaft heißt, dass man für zum Beispiel Hunde, Katzen oder Kleintiere so eine Gruppenpatenschaft übernimmt. Nicht für ein einzelnes Tier, weil unser Durchlauf ist so hoch, dass wir keine Einzelpatenschaften mehr vergeben. Okay. Weil die meisten Tiere dann schneller vermittelt sind, als dass wir die Bürokratie mit der Patenschaft abgewickelt haben. Deswegen bieten wir nur Gruppenpatenschaften an. Ja. Da unterstützt man uns. Es fängt bei 10 Euro im Monat an, nach oben offen natürlich. Man kann Mitglied im Tierschutzverein werden, kostet 25 Euro im Jahr. Ja, dann das ist unterstützt ja nicht viel, man ja uns. Oder eben so Geld spenden, ohne sich irgendwie abhängig zu machen. Dann, wenn man ein bisschen was übrig hat, gerne spenden. Wir freuen uns über jeden Euro. Genau, und die Spendenhotline, die 090 oder was ist das? Genau. Ja, die genau will ich nachher auch mal anrufen. Ich wollte es jetzt vor der Kamera machen. Geht nur aus dem Festnetz. Also ach, das Mobilfunk, geht gar nicht vom Handy. Nein, vom Handy aus geht es leider so nicht. Ja, da kann man dann pro Anruf, das sind 5 Euro, gell, wo man spendet. Genau. Weil das war nämlich auch noch meine Frage, ja, weil meine Regie hat da wirklich alles aufgeschrieben, was ich fragen muss, aber dass ich nichts vergesse, ja, wie das bei Futterspenden ist. Weil die Tiere, zum Beispiel die Katzen, da ist ja so, dass wenn die was wirklich nicht mögen, ja, dann essen die das ja nicht. Die können ja dann tagelang, die essen gar nichts. Ja. Also das kaufen wir natürlich dann zu. Also wenn wir Katzen haben, ja, die wirklich nur eine Futtermarke fressen, dann wird es dazu gekauft. Das ist ganz klar. Also bevor das Tier krank wird, ja, oder nichts mehr frisst, genau, wird dann das dazu gekauft. Aber auch dazu brauchen wir Geld. Oder man kann direkt anfragen, welches Futter braucht ihr denn gerade? Ah, okay. Und dann explizit auch wirklich dieses Futter dann vorbeibringen. Nichts anderes, weil das steht dann nur rum und wird nicht gefressen. Genau. Und da ist es dann schade ums Geld. Aber wenn man uns anfragt und fragt, was braucht ihr denn gerade für Futter und besorgt es und spendet es uns, dann ist uns auch geholfen. Ja, das finde ich zum Beispiel gut. Also, ihr könnt das Tierheim unterstützen, indem ihr, wie gesagt, anruft. Wir blenden nachher auch auf jeden Fall die Spendenhotline ein und genau die Adresse und welches Tierheim machen wir alles nachher, dass ihr auch wisst, wenn jemand da helfen möchte, ja, wie ihr da rankommt an das Tierheim in Stuttgart, Bodenang. Und wie ist das bei den Hunden zum Beispiel? Das wollte ich auch noch fragen, wenn die Futter haben oder verschiedenes Futter, zum Beispiel wenn jemand abgibt, kriegen die dann Durchfall? Weil manchmal, wenn die ja dann vertragen die das? Oder? Also beim Hund, der jetzt vom Besitzer abgegeben wird, dann fragen wir nach, was hat er denn seither gefressen? Okay. Und dann versuchen wir, das Futter langsam umzustellen. Bei Tieren, die jetzt beschlagnahmt werden oder gefunden werden, ist es natürlich schwierig. Dann fangen wir bei Null an und dann testen wir aus. Ja, ja, klar. Ich habe namhafte Futterhersteller angeschrieben, ja, die wo ja alle abgelehnt haben mit der Begründung, sie spenden ja wohl schon viel oder sind schon viel in Tierschutzorganisationen. Eins hatte ich ihnen ja geschickt, die wo mir geschrieben haben, 10%, die wo ja mein Video wollten. Ich meine, das bringt ja wirklich, Entschuldigung, aber das bringt ja ihnen, hilft uns nicht. Genau, rein gar nichts, ja. Und da war ich sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil für die wäre das doch ein Klacks, ab und zu mal ein bisschen hier. Das erleben wir ganz oft. Also gerade, wenn wir mal große Spendenaktionen machen, dass dann gerade die großen Firmen, die es eigentlich leisten können, absagen. Gut, die werden täglich angefragt, gar keine Frage, das weiß ich. Es gibt ja viele, die Hilfe suchen. Ja. Aber da wundern wir uns auch manchmal. Finde ich traurig. Ja. Es gibt aber auch Firmen, manchmal kleinere, die uns tatsächlich dann auch mal Futter kostenfrei zur Verfügung stellen. Finde ich ganz toll, weil das ist ja oft so, die, wo das Geld haben, ist ja auch im normalen Leben so. Die Leute, wo reich sind, die geben nichts, die, wo fast nichts haben, geben dir eher. Also Leute, es tut uns leid, hier irgendjemand sägt hier. Auf dem Nachbargrundstück wird wohl gesägt, ja, das kann ich leider nicht verhindern. Ja, also die Geräusche und natürlich auch die Tiere, was ja ganz normal ist. Und ich finde es ja persönlich toll hier, also wir gehen nachher nochmal rum und filmen das Ganze. Auf jeden Fall, von uns jetzt hier hat meine Regie besorgt, sie will ja nicht genannt werden, aber ich sage trotzdem danke Silvi, die macht so viel für mich, die organisiert, die macht, die tut. Hat hier einen Gutschein vom Fressnapf, über 100 Euro für ihr Tierheim. Sehr schön. Vielen lieben Dank an die Silvi. Und hier nochmal, falls es. Okay, toll. Vielen Dank. Sehr gerne geschehen. Ja. Und Leute, bitte unterstützt doch Tierheime, auch vielleicht in eurer Nähe, wenn sie jetzt weiter weg sind. Wenn Leute weiter, klar, wohnen ja nicht alle hier, wo das anschauen.
es wäre ganz arg toll, wenn wir da jetzt ein bisschen, vor allem auch gerade während der Corona-Zeit, weil ich ja denke, da wird es, oder auch danach, das wird schon. Also ich glaube auf jeden Fall leider, dass da... Ja, die Befürchtung haben wir, dass nach Corona tatsächlich die Tierheime alle überschwemmt werden mit Tieren. Da müssen wir dann nochmal drehen vielleicht. Ja. Also das... Jetzt müssen wir erstmal Corona überstehen. Ja.